Hallihallo YouTube und herzlich willkommen bei Knockover Gaming. Hier ist wieder mal euer Homie für euch und heute gibt es, glaube ich, das zweite Black Ops 2 Video auf unserem Kanal. Ja, warum? Ganz einfach, weil ich mich zurzeit oder was heißt zurzeit in den letzten, ja, wie lange ist das Spiel jetzt draußen? 10 Monaten? Ne, 9? Irgend sowas. Einfach nicht so richtig begeistern konnte für das Spiel und jetzt, ja. Habe ich mir gedacht, packst es halt einfach mal aus und ich muss feststellen, dass es echt Spaß macht, ey, ne? Also, jetzt gerade auch hier, wer es noch nicht weiß, ich bin ja immer noch Berufsschule und da habe ich eben einen Kumpel, der hat jetzt gesagt, hey, yo, der hat sich jetzt Black Ops 2 geholt und das macht auch Spaß und weil wir halt dann ab und zu ein bisschen reden, hat er mich gefragt, yo, wie sieht das, macht ihr eigentlich auch Black Ops 2 Videos? Da habe ich gesagt, nö und ja, Kai S. aus P., wenn du das siehst. Wir machen ab jetzt Black Ops 2 Videos, also das ist zumindest mein Plan jetzt. Ich möchte neben den MW3 Videos, wo ich, also die ich pro Woche einmal bringe, das nicht zu viel, ne, auf einmal gleich, möchte ich halt jetzt auch noch ein Black Ops 2 Video pro Woche bringen. Das scheiß Handy, ey, ich krieg die Macke noch. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich mache... Vielleicht nutze ich das Video gleich mal ein bisschen noch als so, ja, grobe Übersicht, was so in der nächsten Zeit mein Plan ist. Also wie gesagt, ich mache noch Assassin's Creed 3 zu Ende. Das sind jetzt noch, ich weiß nicht, ich mache jetzt glaube ich bald den ersten Teil von Tyrannei von König Washington fertig. Und ja, also der Upload-Plan sieht jetzt praktisch so aus, dass ich pro Woche zwei Assassin's Creed-Teile bringe. Wahrscheinlich werde ich die Montag und Freitag bringen und dazwischen dann halt aufgeteilt MW3 und Black Ops 2. Und was ich auch noch spiele nebenbei jetzt, wer es verfolgt, ist Guns of Icarus, ja. So ein, ja, fiktives Luftschlachtenspiel, sag ich mal, auf verschiedenen Dingenskirchen halt, Luftschiffen, die halt schwer bewaffnet sind. Also es macht durchaus auch Spaß und deswegen haben wir gesagt, jo, das Let's Play mal auch gleich mit. Was heißt Let's Play? Wir zocken es halt mit Arrow of Pain und Sergeant Sieg Battle Nate. Und ja, also das soll jetzt so der Plan für die nächsten Wochen sein. Ja, mal schauen, wie lange ich es durchhalte, wie lange mir Black Ops 2 Spaß macht. Weil also bis jetzt auch, ich muss sagen, jo, ist cool. Ich bin noch nicht so gut wie beispielsweise in MW3, das muss ich sagen. Das seht ihr hier bestimmt auch selber. Ja, übrigens hier, naja, scheiß drauf. Aufs Gameplay gehen wir dann beim nächsten ein. Also wie gesagt, es werden jetzt pro Woche ein Black Ops 2 Gameplay kommen, einfach um auch ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Ja, so sehe ich das ganz einfach. Und so ziehen wir das halt durch. Ja, und wie gesagt, KS aus P, wenn du das siehst. Kannst dich auf weitere Black Ops 2 Gameplays freuen. Ja, mit... Ja, wo ich auch kontinuierlich besser werde. Ich sag mal, das ist jetzt hier nicht der Burner, die Runde. Ich weiß gar nicht, was ich hier hatte. Wird ja am Ende hier leider kein Scoreboard mehr angezeigt, wie in den vorhergehenden, also gesagt, in dem vorhergehenden Spiel, was wir halt auf unserem Kanal gebracht haben. Was ich, ja, ehrlich gesagt, auch ein wenig schade finde, weil... So muss ich mir praktisch jedes Mal vorher dann nochmal angucken, was habe ich gespielt, mit welcher KD und ja, mal ganz ehrlich, da habe ich keine Lust zu. Da muss ich erstmal schauen, wie ich das dann mache, weil dann müsste ich mir, also ich denke, das kann ich schon machen. Ich habe jetzt halt schon 5 Gameplays jetzt auf Platte, die ich jetzt halt nacheinander kommentiere und deswegen die nicht mehr im Online-Speicher habe. Und wenn ich halt neue Videos aufnehme, denke ich, dass ich das so mache, dass... ich die aufnehme und dann halt mir vorher angucke, was ich praktisch für eine KD habe. Und dass ich das dann so, ne, aufschreibe, das Video quasi so benenne. Und hier da wegen mal Blitzschlagabschüsse. Naja, gut. Ja, das wäre so der Plan, was so demnächst auf unserem Kanal passiert. Jo, MW3 Videos habe ich glaube ich noch genug auf Platte. Da müssten noch 2 so sein, oder 3 glaube ich sogar, das heißt ich komme da noch 3 Wochen hin. Und 2 habe ich noch zu kommentieren, also reicht noch. Bloß mit Assassin's Creed wird es ein wenig knapp. Ja, für die Assassin's Creed Schauer unter uns, aber keine Angst, ich höre nicht auf hier. Ich ziehe das durch, bis zum bitteren Ende, bis ich die Tyrannei von König Washington fertig gespielt habe.
Was jetzt halt, wie gesagt, auch demnächst passieren sollte. Ich muss mir noch den zweiten und dritten Teil kaufen, weil die habe ich mir mal geholt, aber das wird schon, Freunde. Jo, damit würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Homie.